Rauch unterwegs! Also dann, los geht's! Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Hä? Schon gut. Ich nehme das als ja. Ziel erledigt. Raum sicher. Feind erledigt. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es
ist eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will. Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Egray nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Doch, dass ich eher hier bin. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position?
Mein Weg ist versperrt. Könnte etwas dauern, bis ich bei ihm bin. Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel.
Reine Indizien natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat.